Aber wenn du sowas nicht hast, dann ist Erfahrung viel mehr wert als irgendein Studium. Wirst du niemals diese Erfüllung haben, wo du sagst, ey, ich spüre Gänsehaut bei der Arbeit oder ich hab endlich das Gefühl, ich tue etwas, was auch nur ansatzweise im Verhältnis zu dem steht, wozu ich in der Lage bin. Ich finde es ultra, also ich finde es mega geil, dass es bei dir so konkret ist. Also ich finde es richtig, richtig stark, weil du brauchst eine sehr konkrete Vorstellung, wie das aussehen soll. Also ich glaube 100% an Visualisierung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal für euch gemacht habt, aber dass du dir wirklich so dieses Bild ausmalst, dass du das schon vor deinem inneren Auge siehst, wie das aussieht. Und deswegen finde ich das so geil, dass du das so konkret sagen kannst. Also ich finde es richtig stark. Und für alle anderen, die das jetzt, oder wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann habe ich mich, bei sowas, wenn jemand gefragt hat, ey, wer will sich noch melden, habe ich mich nie gemeldet. Nie. Und das ist mit einer der allergrößten Fehler gewesen, die ich gemacht habe. Weil du lernst erst, wer du wirklich bist in der Interaktion mit der Wirklichkeit. Also du sagst irgendwas, also umso mehr du machst, umso besser verstehst du dich selber. Und umso mehr du das teilst, was du erreichen möchtest, umso eher kommst du dahin. Also wenn du sagst, ey, mein Ziel ist, keine Ahnung, eine Motorradtour durch Europa oder so, und du erzählst jedem deiner Freunde davon, dann verspreche ich dir, wirst du früher oder später Tipps, Routen, irgendwelche anderen Vorschläge von deinen Freunden zu dem Thema bekommen, die du niemals bekommen hättest, wenn du das nicht erzählt hättest. Es ist nichts falsch daran, zu sich selber zu stehen, und es ist nichts falsch daran, zu deinem eigenen Traum zu stehen. Und du, ich mache gerade Selbstvertrauen-Coaching für Männer. Also ich zeige Männern, wie du mental frei sein kannst, weil ich das selber nie war. Ich war früher von Selbstzweifeln geparkt, ich habe mich Sachen nicht getraut. Als ich meinen ersten Vortrag gemacht habe, stand ich vor der Klasse, hatte übelst den Angstschweiß, habe aus so einem DIN A4-Blatt abgelesen, habe mich richtig scheiße gefühlt. Und ich bin für mich selber so einen krassen Weg durchgegangen. Und ich erzähle quasi jedem, dass ich das mache. Und dadurch bekomme ich von anderen Impulse, Vorschläge, Ideen. Umso mehr du Leuten erzählst, quasi was du tust, umso mehr Impulse bekommst du da. Umso mehr helfen andere auch dir, deinen eigenen Traum zu erreichen. Also erzählt es jedem. Und wenn Menschen euch da nicht bei unterstützen oder euch da runterreden, ich habe zum Beispiel eine Situation. Ich habe einen Mensch aus meiner Familie, der ist sehr anders eingestellt, was auch in Ordnung ist. Aber der ist sehr anders eingestellt wie ich. Ja? Mir geht es einfach nur darum, erfüllt und glücklich zu sein. Was ist das? Als. Mir geht es einfach nur darum, erfüllt und glücklich zu sein. Und das kann ich für mich nur, wenn ich meinen eigenen Weg gehe. Ja, ich habe jetzt ein Praktikum bei BMW gemacht, habe im August angefangen. Ich habe mich einfach zwischendurch richtig miserabel gefühlt, weil ich da mich nicht ausleben kann, wie ich es möchte. Und das ist okay. Und dann auch einfach zu sagen, nein, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Aber ich muss mit dieser einen Person immer wieder dieselben Gespräche führen. Immer wieder dieselben Gespräche. Ja, weil die Person möchte Studium, Masterabschluss und so weiter. Ich habe keinen Bock mehr auf Studieren. Studieren ist wertlos, wenn du nicht weißt, warum du es studierst. Ich sehe, haben wir Vorträge gemacht, wir haben mit Studenten gesprochen. Das sind Leute, die waren in unserem Alter, die haben uns erzählt, yo, ich mache jetzt einen Master, ich weiß noch gar nicht so richtig, nach dem Bachelor wusste ich nicht, was ich machen will. Ausgebildet habe ich aber auch nichts. Ich mache jetzt einen Master und dann mal gucken. So, die studieren, um zu studieren. Ja, du schmeißt deine Zeit einfach weg, wenn du sowas. Ich finde es so krass, ich habe heute auch wieder so oft schon Gänsehaut gehabt, wo ihr Sachen erzählt habt oder wo ihr Sachen gesagt habt. Weil in euch allen so viel drinsteckt. In jedem von euch steckt so ein Talent, jeder von euch hat so ein Potenzial. Und es ist scheißegal, ob ihr die Schule dafür fertig macht oder nicht. Ja, es gibt so viele erfolgreiche Menschen, die finanziell unfassbar reich sind, die Schule nicht fertig gemacht haben. Das hat mit Intelligenz gar nichts zu tun. Du lernst einfach nur Wissen, was dir auch helfen kann, wenn du so eine Laufbahn anstrebst. Ja, wenn du sagst, ey, ich will einfach, keine Ahnung, Richter werden, also muss ich Abitur machen, muss Jura studieren und so weiter. Das ist einfach gesetzlich vorgeschrieben. Aber wenn du sowas nicht hast, dann ist Erfahrung viel mehr wert als irgendein Studium. Und ich kann euch da nur irgendwie den Impuls dazu geben, und das sieht das ganz genauso.
Ja, probiert einfach Sachen aus. Ihr könnt nichts falsch machen. Und wenn ihr euch vor anderen Menschen rechtfertigen müsst, dann macht es vielleicht einmal maximal, aber dann lasst es einfach. Weil wenn ihr einem anderen Menschen ständig erklären müsst, warum ihr jetzt was macht, dann kostet euch das so viel Energie. Und du kannst nicht immer hochschwingen, wenn dich eine 50 Kilo Hantel am Fuß klemmt und dich das Wasser runterzieht. Also geht einfach euren eigenen Weg. Und ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen. Macht einfach das, was ihr wollt. Ja, deswegen habe ich das da hingeschrieben. Was willst du? Die erste Frage, die du stellst, ist, wer bist du? Finde das für dich heraus. Die Frage kannst du jeden Tag stellen. Du findest jeden Tag eine neue Antwort. Aber die zweite Frage ist, was willst du? Wo willst du hin? Nicht deine Eltern. Nicht deine Tante. Nicht deine Geschwister. Was willst du? Und dann mach es einfach. Das ist so... Mein Studium hat mir gar nichts gebracht. Ich habe mein Studium mit 1,5 abgeschlossen. Super gut, toi toi toi, von allen Verwandten gelobt. Hat mir gar nichts gebracht. Ja, für mich ist der Abschluss nichts wert. Und solange du selber in deinem Leben einen Kompromiss lebst, wirst du niemals nach ganz oben kommen. Solange du für dich Kompromisse in deinem Leben eingehst, wirst du in dem Lebensbereich, in dem du den Kompromiss eingehst, nicht 100% glücklich sein. Mach ein Beispiel. Wenn du sagst, ich will persönlich erfüllt sein und ich weiß zum Beispiel, dass mich die Arbeit bei BMW nicht persönlich erfüllt, da habe ich aber ein sicheres Einkommen pro Monat, dann wirst du niemals berufliche Erfüllung finden, solange du das machst. Wenn du weißt, ich will Lebensintensität haben. Ja, ich will... Was? Ja, aber das ist schon wichtig. Also wenn du weißt, ich will gerne morgens aufstehen, wenn das für dich wichtig ist, dann wirst du das niemals erreichen, solange du in deiner Arbeit einen Kompromiss eingehst. Weil dann hast du keinen Bock auf Montag. Ja, ich merke das bei BMW, wenn ich auf die Uhr schaue bei der Arbeit, ist es nicht die richtige Arbeit. Wenn ich schaue, wie lange muss ich heute noch hier sitzen, damit ich gehen darf, ist es verdammt nochmal nicht die richtige Arbeit. Und solange du den Kompromiss für dich eingehst, das heißt, der Kompromiss ist Sicherheit, finanzielle Sicherheit, wirst du niemals diese Erfüllung haben, wo du sagst, ey, ich spüre Gänsehaut bei der Arbeit oder ich hab endlich das Gefühl, ich tue etwas, was auch nur ansatzweise im Verhältnis zu dem steht, wozu ich in der Lage bin. Und da bin ich selber in meinem Leben viel zu lange in Kompromiss eingegangen. Ich habe letztens einen Vortrag gesehen von Grant Cardone, so ein amerikanischer Immobilienmilliardär. Der hat ein Event gemacht, da waren 12.000 Leute. Der hat so ein ganzes Stadion gefüllt. Und der hat auf der Bühne gesagt, ich stand hinter der Kulisse, habe rausgeschaut und geweint und der ist 62 Jahre alt. Weil ich endlich das Gefühl habe, dass ich etwas tue, was auch nur ansatzweise im Verhältnis zu dem steht, zu was ich in der Lage bin. Und ich kann euch eine Sache wirklich von mir aus sagen, aus meiner Erfahrung. Immer dann, wenn ich quasi weg von dieser Sicherheit hin zu, was will ich wirklich und was fühlt sich für mich gut an. Und wenn ich da auch, und scheißegal auf finanzielle Sicherheit, aber wenn ich da wirklich voll reingegangen bin, dann hat sich mein Leben so geil angefühlt. Ich war so am Leben, es hat Spaß gemacht, ja. Du hast das Gefühl, dass du richtig lebst. Als ob du jeden Tag Samstag bist. Ja, ohne Scheiß. Und BMW war einfach für mich nochmal das komplette Kontrasterlebnis. Jeden Tag BMW. Ja. Und das ist einfach... So, keine Ahnung, nehmt es für euch mit, macht eure eigenen Erfahrungen. Aber solange ihr Kompromisse für euch eingeht, werdet ihr niemals in diesem Lebensbereich wirklich glücklich.